Ja, Leute, dieses Video habe ich in den letzten Tagen bei TikTok hochgeladen. Und das haben mich in den Kommentaren halt viele gefragt, wie ich das gemacht habe. Hört sich voll auf Influencer an, aber ist halt wirklich so. Wenn nicht, guckt selber nach. Ich markiere euch meinen Namen unten rein. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich das gemacht habe. Deshalb, wir gehen direkt rein. Also im Grunde braucht ihr folgende Aufnahmen. Ich habe meinen Bruder gebeten, dass er mich filmt, wie ich am Schreibtisch sitze, damit man das Fenster schon mal gesehen hat. Dann habe ich mich selber gefilmt, wie ich vorm Schreibtisch sitze. In einer Überraschtour. Dann habe ich mein Buch gefilmt, natürlich das Fenster, wo der Titan dann hinkommen soll. Dann habe ich mir kurz die Hand gebissen, was uneditiert sehr komisch aussieht. Und dann einen leeren Shot vom Himmel. Okay, um bei diesem Shot die Blitze zu imitieren, gehen wir einfach zur Beleuchtung und spielen ein bisschen mit dem Wert. Das heißt 0, dann später 2, dann wieder 0, dass so ein Flicker entsteht. So, dann kommt der spannende Teil. Dazu wählt ihr euch einfach ein Greenscreen aus, bei YouTube oder sonst wo. In dem Fall habe ich jetzt mal den Aufklärungstrupp genommen mit den 3D-Manövern. Und ihr entfernt den Greenscreen, indem ihr den Ultra-Key-Effekt auf den Clip tut. Dann entfernt ihr das Grün. Dann müsst ihr den Clip nur noch vergrößern oder verkleinern, je nachdem, wie ihr es haben wollt, und an die richtige Stelle tun. So, dann habe ich einen weiteren Greenscreen. Auch hier machen wir dasselbe. Ultra-Key und Grün entfernen. Und positionieren den auch so, wie wir es haben wollen. Damit es so aussieht, als ob der Titan sich bewegt, geben wir die Effekteinstellungen und animieren den. Das heißt, wir tun den erstmal außerhalb des Bildes, gehen weiter nach vorne und lassen ihn dann reinkommen. Dann sieht das Ganze so aus. Damit das Ganze echt aussieht, müssen wir den Titan ausschneiden. Dazu nehmen wir die Schere und machen hier eine Maske um den Titan herum. Und gehen immer ein Bild vorwärts und korrigieren die Maske, wenn es nötig ist. Damit das Ganze echt aussieht. Auch hier sucht ihr einfach bei YouTube nach einem Clip, wo Blut fließt, und entfernt den Greenscreen. Dann habe ich einen Clip genommen, wo man die Titanwandlung in Blitzen sieht und habt ihr auf einem leeren Shot positioniert, diese leere Aufnahme dupliziert und habt dann die Häuser ausgeschnitten, damit die Blitze im Hintergrund sind. Für die letzte Aufnahme habe ich dann in den Blitz reingezoomt, damit es cooler aussieht, worauf ich dann den attackierenden Titan von Eren getan habe, der dann in die Kamera boxt. Am Ende könnt ihr noch ein paar Feinheiten durchführen, wie beispielsweise Soundeffekte. Oder aber ein paar Wackler reinmachen, wenn der Beast-Titan auftritt. Leute, unterschätzt wirklich nicht, wie wichtig es ist, diese Kleinigkeit noch zu machen, wie beispielsweise diese Wackler. Weil es das Ganze viel eher lebendiger und packender einfach macht, als wenn der Zuschauer wirklich dabei wäre. Ja, desto mehr Sinne ihr quasi ansprecht, ja, also Soundeffekte, dann die Wackler, desto besser sieht es einfach für den Zuschauer aus. Um euch das zu zeigen, habe ich jetzt hier den Clip einmal mit Wacklern und einmal ohne. Ja Leute, das war's mit dem Video. So habe ich das TikTok gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn noch irgendwelche Sachen unklar geblieben sind, dann schreibt mir am besten bei Instagram. Da verbringe ich eh zu viel Zeit. Dann kann ich euch beantworten. Wenn ihr noch mal eine Frage habt, ja, das genau habt ihr nicht verstanden oder wie genau habe ich das gemacht, dann schreibe ich halt direkt zurück. Kein Problem. Und wie gesagt, ich will euch echt nochmal dazu ermutigen, diese kleinen Feinheiten nochmal am Ende zu korrigieren und nochmal so ein paar Feinheiten wirklich einzustreuen, weil manchmal gucke ich auch das Video an und denke mir so, ja, das ist gar nicht fresh, so, das ist kacke, so. Und dann ändere ich halt noch so ein paar Details und dann denke ich mir doch, das ist doch geil. Und dann bin ich froh, dass ich doch weitergemacht habe. Deswegen macht weiter bis zum Ende und macht die Details und dann entweder gut oder schlecht und meistens ist es dann gut. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, dann folgt diesem Kanal. Ich mache jetzt mehr Anime-Videos und Tutorials. Ansonsten folgt mir bei TikToks, weil ich da die Videos immer regelmäßig hochladen werde. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video.